Benvenuti nella sala Wigram del castello di Casoli. Questa sala è dedicata al maggiore Lionel Wigram, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha rivestito ha giocato un ruolo importantissimo nell'addestramento delle truppe britanniche, nelle nuove metodologie di addestramento, ed è stato, diciamo, l'ufficiale che, continuando un lavoro di cooperazione con i patrioti della Maiella, ha creato un gruppo misto chiamato Wig Force di soldati alleati e patrioti di quest'area del Sacro Aventino. Lionel Wigram va in English, yes, va in English major. Der darf für zuständig war englische Truppen zu trainieren, vor allem mit neuen Techniken, mit neuen Strategien. Und der dann hier während des Zweiten Weltkriegs dafür zuständig war, die Kooperation zwischen den englischen Truppen und den Partisanen hier von vor Ort zu koordinieren. Wir haben es ihm zu danken, dass diese Gruppe entstanden ist, diese gemischte Gruppe von Soldaten und Partisanen, die dann die Wig Force hieß, und die dann hier gekämpft haben. Questa che vedete in blu è una mostra che ho realizzato io con la collaborazione di diversi musei inglesi e dell'Olanda, che racconta la cooperazione sotto diverse forme tra i soldati alleati e i civili italiani. Diese Ausstellung wurde tatsächlich von Francesco kuriert. Und sie soll etwas über über das Leben der Soldaten und über die Kooperation, Entschuldigung, der alliierten Soldaten und der Partisanen erzählen. È una mostra in bilingue, italiano e inglese, ed è stata chiamata l'alleanza inaspettata, the unexpected alliance, cioè quando gli alleati si trovarono. E adesso. Un secondo. Diese Ausstellung, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist zweisprachig, Englisch und Italienisch. Und die heißt La Alleanza Inaspettata. Also das unerwartete Bündnis. Gleich erklärt man es nochmal. Quando nel dicembre del 43 gli alleati superarono il fiume Sangro, si trovarono questa situazione. I tedeschi controllavano tutta la parte nord al fiume Sangro. L'obiettivo degli alleati erano principalmente due. La prima divisione canadese avrebbe dovuto prendere Ortona e poi puntare a Pescara per il suo porto. In dezembre 43, yes. Also in dezembre del 43, konnten die Alliierten über den Sangro-Fluss kommen, und sie haben dann das hier gesehen. Also alles, wo wir Orange sehen, war von Deutschland besetzt. Der Plan war, dass die kanadische Soldaten, danke, Ortona hier den Ort einnehmen, um dann weiterzugehen. Mentre la seconda divisione neozelandese avrebbe dovuto prendere Orsogna per poi raggiungere Chieti e da qui girare ad ovest verso Cassino per prendere i tedeschi in questa maniera. Però Montgomery, per proteggere
il lato sinistro della seconda divisione neozelandese, chiamò la seconda brigata paracadutisti britannici per impedire ai tedeschi di attaccare sul loro al fianco sinistro la seconda divisione neozelandese. Montgomery era il generale che sottostava l'arma britannica. Also Montgomery, der General, wollte vermeiden, dass dass deutsche Truppen diese die Truppen von Neuseeland angreifen konnten von der Seite, und dafür hat diese zweite Brigade gerufen. Das waren, oh mein Gott, hat Fallschirmjäger gerufen, die dann hier die neuseeländische Division verteidigen sollten an der Stelle. L'ultima cosa, quando arrivarono i paracadutisti britannici, loro trovarono questa situazione. Avete visto prima dal castello il panorama? Noi ci troviamo qui, più o meno, e questi puntini rossi sono tutte le difese che i tedeschi avevano stabilito lì, nel versante orientale della Maiella. Oggi eravamo vicini a Gessopalena, a Rocca Scalegna, queste erano tutte le difese che i patrioti e gli alleati dovevano liberare dal dicembre del 43 fino poi al giugno del 44. Also wir sind im Moment ungefähr hier an dieser Stelle. Ihr erinnert euch, wir waren in Rocca Scalegna, das war ungefähr, das war hier, Entschuldigung. Und alle roten Pünktchen, das sind die Stelle, wo deutsche Truppen angesetzt waren und eine Base hatten. Und das sind alle die Stellen, wo die Alliierten zusammen mit den Partisanen, das sind alle die Stellen, die sie befreien mussten. This is an original map of the first Fascinator Division. So, das ist eine Originalkarte, eine Kopie.